Ja, lokales Wasser 77 ist Trinklokal, denke ich, global. Wir füllen fast 1 Million Flaschen ab im Jahr, da am Rennweg 37 in Zürich. Das ist Wasser vom Jütliberg, Quellwasser. Das kommt unbehandelt da am Rennweg an, via der sogenannten Albis-Rieder-Leitung. Und erfreut sich immer grösserer Nachfrage. Ja, das ist sehr speziell. Das hat aber mit einem Zufall zu tun, mit dem Wasserrecht, das auf dieser Liegenschaft ist und herrscht. Ja, das ist aus dem 15. Jahrhundert. Der Dr. Grüter, der Inhaber von dieser Liegenschaft, hat das per Zufall gefunden. Und das Wasserrecht besteht heute noch. Er ist sehr viel gereist in seinem Leben und hat sehr viele Länder besucht, wo Wasser ein Thema ist, wo Menschen keinen Zugang haben zu frischem Trinkwasser. Und durch das ist sein Wunsch gewachsen in ihm, das Unternehmen zu gründen. Schlussendlich hat es natürlich zu tun mit Umweltschutz und Klimaschutz, und zwar aktiver Klimaschutz, weil Sie müssen verstehen, in der Schweiz werden 450 Millionen Liter Mineralwasser über den Gotthard meistens eingeführt, und das ist ökologischer Unsinn, vor allem in einem Land wie der Schweiz, wo wunderbares Wasser praktisch vor jeder Haustür hat. Und mit dem Schritt lokales Wasser 37 in Zürich werden wir ein Zeichen setzen und die 450 Millionen Liter zu minimieren. Ja, das ist gar keine provokative Frage. Man soll Hahnenwasser trinken, wenn man Zugang hat dazu. Wir wollen ja das überhaupt nicht unterbinden, aber man soll nicht irgendein Wasser von Fidschi oder von einem am Gotthard trinken, weil das macht einfach ökologisch keinen Sinn. Es ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft. Man kann aber sagen, dass das eine Non-Profit-Aktiengesellschaft ist, in dem Sinn, dass meine Aufgabe ist wohl, Profit zu machen, aber der ganze Gewinn von der Aktiengesellschaft wird im Wasserprojekt weltweit wieder investiert. Mittlerweile sind wir ein Team von 5 Leuten und tun jetzt aber auch weiter um weitere Personen mit unserer Expansionszusammenhang im Albisrieden. Den Standort da werden wir aber behalten, weil das ist da alles entstanden und wir haben sehr viele Besucher, Gruppen, Stadtführungen und so weiter, die da vorbeikommen. Das hat zu tun mit der Logistik einerseits, aber auch mit der Geburtsstätte von dem Unternehmen hier am Rennweg. Das ist einfach begrenzt auf eine gewisse Produktionsgröße und wir wachsen und wollen doch unsere Kunden prompt und zuverlässig bedienen. Und das werden wir besser können machen in der Albisrieden draussen. Ja, trink lokal, denk global. Mein Appell an alle Konsumenten, wenn sie die Chance haben, unser lokales Wasser zu finden im Gestell, dann nehmen sie das und machen einen aktiven Klimaschutz dazu.